Hallo, ich zeige euch heute, wie man eine Audi Vespa von AC auf DC, heißt mit Batteriebetrieb, umrüstet. Wir haben dazu ein Kit bestehend aus der Warpitzündung, dem Kabelbaumwechselstrom, einem Zündschloss, einer Batterie und das Wichtigste in dem Kit, der Kabelast zur Umrüstung DC. Man braucht noch diverse Steckverbinder. Das ist einmal hier so ein Tütchen. Das befindet sich im Lieferumfang Kabelbaum. Der Rest ist im Lieferumfang von der Warpitzündung. Wir brauchen dazu ein paar handelsübliche Werkzeuge. Einen Seitenschneider, eine Krimpzange, eine Abisolierzange und ein Multimeter. Und jetzt zeige ich euch an dem Kabelbaum hier, wie man den Kabelast hier mit dazu schließt. So, ich habe euch jetzt mal den Gleichrichter ins Fahrzeug eingebaut, die Batterie und den Zusatzkabelbaum. Als erstes stellen wir mal sicher, dass der Generator den Gleichrichter mit der vollen Welle versorgt. Das heißt, schwarz und blau geht über schwarz und blau in den Gleichrichter. Bei blau ist es relativ einfach. Wir nehmen das einzelne blaue Kabel, was wir hier übrig haben, und stecken es auf ein schwarzes. Welches wir nehmen, ist egal. Als nächstes brauchen wir das schwarze. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. Wir haben hier zwei schwarze. Jetzt müssen wir uns rausmessen, welches das richtige ist. Als erstes zwickt man das einfach mal ab. Dass wir überhaupt messen können, welches Kabel das von den beiden ist, isolieren wir es ein bisschen ab. Und jetzt schnappen wir uns unser Multimeter. Stellen das Ganze auf dieses Diodensymbol. Dann macht es eigentlich nur ein Geräusch. Das heißt, wir haben Durchgang. Jetzt können wir uns hier aussuchen, an welchem wir zuerst messen. Dieses Kabel muss jetzt auf den zweiten schwarzen. Dass wir nicht durcheinander kommen, nehmen wir als erstes das, was wir nicht mehr brauchen, und zwicken es ungefähr auf Höhe von dem Buschierrohr ab. So, jetzt haben wir die komplette Lichtmaschinenwelle direkt an den Gleichrichter angeschlossen. Als nächstes gehen wir mit dem Pluskabel vom Gleichrichter an unseren Adapterkabelbaum auf Rot. Der nächste Schritt ist, diese drei blauen Kabel in dem einen Steckverbinder gehen wir auf Gelb. Als nächstes nehmen wir den Kabelstrang von dem optionalen Zündschalter, schwarz und grün, können wir nichts falsch machen, gehen hier unten auf schwarz und grün. Jetzt sind wir schon fast fertig, jetzt fehlt das Zündschloss an diesen Vieren. Ich zeige euch jetzt mal das Zündschloss, wie man das anschließt. Wir haben gegenüberliegend auf den kleinen Kontakten grün und schwarz und an den großen Kontakten gegenüberliegend gelb. Das heißt, in einer Schaltstellung kann der Strom von Rot nach Gelb fließen. In der anderen Schaltstellung ist es unterbrochen und die Masse fließt von Schwarz nach Grün weiter zum Killschalter und das Fahrzeug kann man nicht starten. So, das war es jetzt schon fast. Wie ihr sicher schon festgestellt habt, haben wir Batterie Minus noch nicht angeschlossen. Das machen wir auch erst, wenn sichergestellt ist, dass der Lichtschalter, der Scheinwerfer, Hupe, Bremslichtschalter, eventuell der Blinkerschalter und Zurücklicht alles angeschlossen ist und offene Verbindungen isoliert sind. Wenn ihr das nicht macht, besteht die Gefahr, ihr macht die Zündung an und irgendwo kommt zum Kabelbruch oder eventuell kann sogar die Zündung beschädigt werden. So, zu guter Letzt schließen wir die Batterie an. Dazu liegt so ein kleines Kabel mit bei. Das längen wir uns jetzt hier ab. Ich gehe einmal von der Batterie auf Masse, wo der Regler verschraubt ist, und setze diesen Masseverbinder auch mit drauf.
So, jetzt haben wir das ganze System fertig angeschlossen und können den Roller auf Gleichstrom betreiben. Haben wir natürlich dann im Nachhinein die Vorteile, wir können dann Gleichstrom, LED-Scheinwerfer, LED-Blinker, diversen Schnickschnack anschließen, dazu vielleicht später nochmal mehr. Wir haben jetzt die Wechselspannung, die die Zündung immer produziert, über den Gleichrichter in eine Gleichspannung gewandelt. Selbige geht über das rote Kabel raus, abgesichert in die Batterie, die natürlich hier nur aufgeschrieben ist. Empfehlen können wir für alle Oldies die kleine Scooter-Batterie. Die reicht für die meisten Fahrzeuge vollkommen aus, egal was damit betrieben wird. Von der Batterie geht es abgesichert zum Zündschloss, wird durchgeschalten auf das gelbe Kabel und geht dann über die blauen Kabel in den Kabelbaum und wird verteilt an Bremslicht, Hupe, Lichtschalter. Was ich noch anmerken muss, ich habe natürlich diese ganzen Verbinder jetzt nicht ordnungsgemäß isoliert, wie ihr das am Fahrzeug machen solltet. Wir haben aber in diesen Tütchen genug Schrumpfschlauch oder so weiße Verbinder, da könnt ihr das machen, wie euch das gefällt. Wichtig ist, dass ihr sicherstellt, dass es keine offenen Verbinder gibt. So, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.